Also unsere Zeltlager ist natürlich für uns was ganz was Besonderes, weil es unsere Zeltlager ist, gibt es seit 45 Jahren hier auf dem Platz in Beyerz zwischen Hauerz und Seybrands gelegen. Dieses Jahr waren jetzt zum Beispiel 136 Kinder dabei, wovon 36 Mitarbeiter betreut werden. Die Aktion geht 2 Wochen lang. Wir sind zum einen das aktuelle Mitarbeiterteam. Mit der Oberorganisation ist die KFG St. Nikolaus. Und wir ist auch der Förderverein des Zeltlagers. Das sind ca. 100 Mitglieder, ehemalige Mitarbeiter, Freunde und Gönner vom Zeltlager, die wir dieses Zeltlager unterstützen. 5.000 Euro ist eine super riesengroße Summe, wo wir uns wahnsinnig freuten, dass die Sparkasse überhaupt diese Aktion gemacht hat und wir natürlich glücklich sind, dass wir die Gewinner sind in unserem Kreis. Wir werden das Geld benötigen, um neue Tischgarnituren zu kaufen oder wollen mit diesem Geld auch endlich mal Transportständer für diese Garnituren kaufen, um das einfach von der Logistik her besser zu machen, zu stapeln, zu lagern, auf dem Platz herumzufahren als bei den Aufbauten. Putzelt überm Feuer. Wir haben wenig Platz, weil Bänke sind sehr teuer. Oh yeah. Das ist der Beyerz Blues. Das ist der Beyerz, Beyerz, der Beyerz, Beyerz Blues. Und viel zu viele Kinder hier. Dankeschön. Dankeschön, Sparkasse, für diese wunderbare Vereinsaktion und schade für die, die nicht gewonnen haben. Es war auf jeden Fall, wenn man liest, dass es um die 146 Projekte, glaube ich, war, wahnsinnige Resonanz, was da stattgefunden hat. Ich hoffe, dass das die kommenden Jahre auch irgendwann mal wieder der Fall sein sollte, dass die anderen auch die Chance haben zu gewinnen. Sparkasse Bodensee gratuliert den 16 Siegervereinen vom Vereinsdings. Sparkasse Bodensee. Gut für die Region.